Bloodwork. Letzten Jahre viel gemacht, letztes Jahr wenig gemacht, Sänger gewechselt, jetzt neuen Sänger. Jetzt schlagen wir zurück. Geballter Macht. Geht auch so eine rote Lampe an. Relativ turbulente Zeit hinter uns jetzt, nachdem wir uns relativ kurzfristig nach unserem letzten Release, nach der Ultima Ratio, von unserem Sänger getrennt haben. Und ja, man muss natürlich halt dann sozusagen mitmachen, was man da mitzumachen hat. Man hat sich von seinem Frontmann getrennt, vom Gesicht der Band, musste ersetzt werden, möglichst schnell natürlich. Ich bin neu bei Bloodwork. Ich kenne die Jungs jetzt schon verdammt lange, mache mit Moritz ja auch außerhalb von Bloodwork Musik, kenne Nico schon als Produzenten, freue mich verdammt mit an Bord zu sein, habe ein paar Gigs mit den Jungs gespielt, vielleicht war der ein oder andere auch dabei. Jetzt sind wir schon seit längerem dran, uns die aktuellen Songs draufzuziehen für die kommende Platte und sind eigentlich auch schon mitten im Aufnahmeprozess und ja. So bis zum Sommer wird die Platte wohl rauskommen und die wird verdammt gut. Das ist eine konsequente Weiterentwicklung unserer letzten Geschichte. Drittes Album, wichtigstes Album. Wir haben viel Zeit im Proberaum und im Studio verbracht, um dieses dritte Album auch angemessen umzusetzen. Bloodwork spielt jetzt mit einem super neuen Bobinga-Set von Kirchhoff. Feinster Sound, feinste Marke. Macht richtig Spaß auf dem Ding.